Hallihallo, Hallöchen und damit herzlich willkommen zu No Man's Sky. Wir sind hier immer noch in dieser Raumstation. Ich steige in meine Solaris, die ich umbenannt habe. Und düse jetzt davon. Auf Wiedersehen. Ich habe noch die Verfolgerperspektive. Kamera. Ja. Und mit dabei ist Christine Engine 3000. Ich muss noch mal rein. Ich muss noch mal rein. Ich muss noch mal rein. Er hat wieder ver. Ich habe da gerade ein Raumschiff gesehen. Ich habe da gerade ein Raumschiff gesehen. Wie das aussah. Bitte bleib noch. Bitte lass es stehen. Bitte lass es stehen. Bitte lass es stehen. Bitte lass es stehen. Beweg dich, beweg dich. Bewegung. Raumschiff schneller. Das rechte da. Ich hatte nur gerade eins. Nein, nein, nein! Ah! Verdammt, es ist weggeflogen. Damn it. Okay. Zu spät. Okay, wir können wieder raus. Okay. Sorry. Ich frage jetzt einfach nicht, was das war. Das war das Raumschiff. Ich wollte gucken, was das kostet. Dann hätte ich das, glaube ich, übernommen, weil das sah cool aus. Optisch. Ja, okay. Aber wird schon irgendwann weiterkommen. Gut, okay, jetzt mal zurück zum Spiel. Sorry, Leute. So. Okay, du darfst. Sorry. Ist das hier vor mir? Ist das ein Raumschiff? Ja, Raumschiff Kampfalarm. Was ist das? Wenn ich da. Oh. Ja. Das ist flüchtig. Ich verstehe nicht. Was meinst du? Ja. Ich sehe es nicht. Wieso? Weil ich das Raumschiff nicht sehe, was du da siehst. Okay. Ah, jetzt. Nee. Okay, welche Bedrohung? Wo denn? Ich sehe keine. Ja, das Schiff, was mich angreift. Jetzt greifen sich zwei an. Ja. Es sagt nicht, du hast irgendwie ein fremdes Schiff angeschossen. Nein, habe ich nicht. Sicher? Das sind alles Frachter, das sind ganz normale Zivilisten. Die Nein, auf. da stand nämlich, dass es eine geklaut ist. Da stand ein Kopfgeld Ah, drauf. hier hinten. Da hinten. Das ist ganz, ganz woanders. Ja, das habe ich angeschossen und dann fing es an. Achso, okay, ich helfe dir mal. So. Aber das ist ja voll weit weg. Das mit dem Kopfgeld. Na, wo sind sie? Ist jetzt gut hier, ne? Kannst du mal aufhören damit? Komm nicht zum Zielen. Dann flieg rein in die Base, wenn es nicht anders geht. Ich möchte das jetzt beenden. Also ich habe das Kopfgeld, den Typ, ja, mit dem Kopfgeld abgeschossen. Aber es kannst woanders, wo du bist. Ja, ich habe das aber angeschossen. Falsch.
Ich habe halt irgendwie die Befürchtung, also es soll jetzt nicht doof klingen. Es kann gut Ja. möglich sein, dass du das Symbol gesehen hast. Da war das Raumschiff vor dir. Das eine, aber das andere Raumschiff, was du eigentlich abschießen solltest, war auf der anderen Seite. Dahinter. Das kann gut möglich sein. Das Schiff, was du abgeschossen hast, war das Ja. so weiß-orange? Ja, es war schwer zu definieren. Es ging sehr schnell kaputt. Weil das Problem ist, wenn es ein Pirat ist, dann müsste ich die hier eigentlich abschießen können. Aber ich hab die. Ich schieß einfach mit drauf. Was geht mit dem ab? Also das, was du kaputt gemacht hast. So. Okay. Ah, du hast auch einen Pirat. Okay, alles klar. Okay. Okay. Weil es hat bei mir nicht angezeigt. Das war das Komische halt gerade. Deswegen war ich jetzt verwirrt. Aber alles gut, okay. Da habe ich mich geirrt. Lag dann wohl an mir. So. Kaufmann. Neuer Geek-Rang-Klient. Ja, ist doch schön. Hast du jetzt wenigstens die Units davon bekommen? Ich habe auch die Unis. Du hast ja meine auch bekommen. Die ich Das gerade. habe ich jetzt nicht. Ich habe nicht Ja. so wirklich drauf. Ich wollte gerade auf dich ballern, aber. Genau, du hast meine auch bekommen, die ich abgeschossen habe. Gut. Dann. Aber ich habe halt auch so ein weiß-orangenes geschossen, bin dagegen geflogen, habe dann zweimal drauf geschossen und dann fing das an, dass die anderen mich angegriffen haben. Und das war halt gestohlen oder so. Also kein Wunder, dass sie da. Ne? Okay. Okay, also ich fliege jetzt mal. Zur Treibstoffquelle. Genau. Ich folge dir. Also es kann auch sein natürlich, dass ich Falsches getroffen habe oder so. Flüchtiges Raumschiff entdeckt. Aber da hatte ich jetzt auch meinen ersten Kampf irgendwie. Ja, ist doch schön. Und hab irgendwie überlebt. Nur die Steuerung ist im Weltall Gewöhnungsbedürftig. genauso hakelig. Aber ich finde die eigentlich Wobei. angenehmer wie bei Star Wars. Viel angenehmer, Ja, finde das ich. schon, aber dass du praktisch, dass die dann über dich wegkrosen. Und, das sieht auch schön aus. Dass die über dich wegkrosen und so. Und du dich dann erstmal drehen Orientieren musst. musst. Okay, das ist ein sehr heißer Planet. Hier gibt es viele Wissenssteine als Info um das Gebäude hier. Was ist das hier? Was denn, was da so leuchtet? Ich habe keine Ahnung, vielleicht eine Markierung. Das Ach ist so, eine. der rote Gigant verschlingt sich selbst. Die Wechselwirkung zwischen den Reibungszonen in diesem System erschaffen eine Singularität. Die Raumzeit wird dehnbar. Ich kann diesen Ort nicht verlassen. In der Asche der toten Welt fand ich die Überreste des Schiffs, dessen Nachricht mich nach Jahrtausenden erreicht hat. Unvorstellbare Kräfte hatten es zermalmt und ich konnte es kaum erkennen. Aber ich sehe ein Ortwinsko-Hyperantrieb, eine Kryokapsel, genau wie in meinem Schiff. Hier ist mein Hier in Schiff meinem begraben. Schiff, hier ist mein Schiff begraben. Es ist meine Stimme. Ich warne mich selbst. Ah, okay, warte mal. Ich habe da eine Idee. Ich will mal was ausprobieren. Okay. Dieses Denkmal zelebriert das historische Treffen zwischen Reikner, dem 13. und Olaf Venom am 7.2.2019/21. Oh, schade. Ne, ich dachte, die Meldung halt, da liegt mein Schiff begraben. Okay, dann baue ich mal runter, vielleicht kann ich das Schiff bergen. Oh Mann, oh. Das war eine totale Verarschung hier. Bei deinem Schiff sind jetzt drei Sterne dran, ne? Also bei mir nicht. Also die krieg ich da angezeigt. Du hast da so, da ist dein Name neben dran, Christine Angel, und da ist so ein blaues, so eine blaue Raute mit drei weißen Sternen. Ach so.
Egal. Okay, ruheloser Schlaf von Kalpi. Diese Struktur unterscheidet sich von allem, was ich auf meiner Reise bisher gesehen habe. Alles an ihr ist offensichtlich fremd und gehört so offensichtlich nicht an diesen Ort. Als ich sie anstarre, bilden sich in meinen Gedanken Worte. Ein seltsamer Auszug aus einer zerbrochenen Sprache. Ist das Reisender? Ist das Freund? Was machst du? Freund. Es fühlt sich seltsam an, auf Fragen zu antworten, von denen ich nicht genau weiß, ob sie mir überhaupt gestellt werden. Aber offensichtlich ist irgendwas auf meine Antwort aufmerksam geworden. Mich überkommt das Gefühl, dass etwas erwacht ist, dass mich etwas beobachtet. Eine weitere Frage wird geformt. Ist es erstens? Ist es letzteres? Ersteres, oder? Ich nehme letzteres. Okay. Ich weiß nicht, wie mit mir gesprochen wird. Dieser Monolith ist uralt und ich weiß das Gefühl nicht. Ich werde das Gefühl nicht los, dass er diese Fragen schon unzählige Male gestellt hat. Er fragt nochmal. Hat es das purpurne Auge gesehen? Hat das purpurne Auge es gesehen? Das Auge hat es gesehen. Würde ich es machen. Wahrscheinlichkeit einer Anomalie übersteigt die Sicherheitsparameter. Durchbruch entdeckt. Alarm. Alarm. Die Grenzen fallen, die Mauern stürzen ein. Dein Universum wartet. Finde uns, Reisender. Ich habe eine Warpzelle bekommen. Ich auch. Jetzt habe ich zwei. Hier und die Umgebung sind Steine, ne? Kannst du Sprachen lernen. Jo. Tja. Gut. Phosphoransammlung. Magnetisiertes Ferritansammlung, aber da brauchen wir den besseren Gedönsleser. Naja. Das ist mir jetzt neu, das Ding hier. Das macht mich ein bisschen suspekt. Grenzüberschreiter. Ich habe das Wort für Du und Handel gelernt. Schön. Hast du da auch so geantwortet wie ich? Ja, genau. Ich habe einfach mitgemacht. Deswegen. Muss ja irgendwas richtig gemacht haben. Guck mal, wie schön das aussieht. Es sind auch nur schlappe 67 Grad Celsius. So, dann würde ich sagen, ab in den Weltraum. Ja. Ach nee, das ist nicht dein Schiff, sondern... Irgendwie deine Basis wird mir angezeigt. Gut. Oder ist das meine Basis? Es ist deine Basis. Aber meine Basis wird mir nicht angezeigt. Ich habe keine Ahnung. Oh, ab in den Orbit. Ah, nee, doch. Meine Basis. Ah, okay. Das ist lila. Oh, das ist wieder dran ist deine. Wahrscheinlich, die Sterne, die ich dann sehe, das ist wahrscheinlich dann deine Basis. So. Eingehende Übertragung. Quelle unbekannt. Du bist du im nicht. Weltall? Ich bin schon im Weltall. Ich habe gesagt, das ist in Orbit. Okay. Das gibt's doch nicht. Was ist das hier?
Du bist nicht allein. Bitte infiziere dich. Ich bin. So. Infizieren. Toller Name. Du hast mich verlassen. Warum hast du. Okay. Sagen, dass es dir leid tut. Warum auch immer. Sagen, dass du es nicht verstehst. Ich verstehe dich nicht. Natürlich würdest du das sagen. Natürlich würdest du. Hä? So wie die anderen. Nach den anderen Fragen. Es kommt keine Antwort. Der Kommunikator wurde ruhig, obwohl der Kanal noch immer offen ist. Okay. Koordinaten erhalten. Eine Okay. Bedrohung. Ich habe dich hier irgendwo gesehen. Wo ist die? Ach, da. Also müssen wir zum Brauchst du? Basiscomputer. So, Kopfgeld. Her damit. Wie? So. Ja, Mission heißt jetzt, glaube ich, zur Basis wieder zurückkehren. Ja. Okay, dann machen wir das mal. Denke ich auch mal. Ich bin immer auf dem Weg. Interessante Orte entdeckt. Handelfrequenz. Was geht da jetzt ab? Wer ist denn gerade über mir gelandet? Ich weiß es nicht. Wir müssen uns aber aufschreiben, in welchen Systemen wir schon waren und wo unsere Basen sind. Okay, ich kann mit dem handeln jetzt. Aber der hat nichts, was mich interessiert. So, schicke ihn weg. Aber ich kann was verkaufen. Mal gucken. Kupfer, Natrium, geborgene Daten, nein. Ja, komm hier, das kann ich verkaufen. Und das verkaufen. Und das verkaufen. So. Okay, Dankeschön. Habe ich auch noch nie erlebt. Dass mich jemand anfunkt zum Handeln. Das ist auch für mich komplett neu. Willst du ein paar Drogen kaufen? Drogen für Mamuschka. Eingehende Nachricht. Schon wieder. Was geht mit den Leuten ab? Reparatur anbieten. Eine am Materiegehäuse. Ja. Machen wir es einfach mal. Gibt mir was über Rügen kann und Reparatur des Schiffs aufrecht. Ansehen. Nanit. 120, okay. Hat sich gelohnt. Okay, was hast du da jetzt bekommen? Was für die Aufgabe gerade eben, oder wie? Nein, nee, das hat, der Händler hat mich gerade wieder Ach Dings, so. kontaktiert. Ich habe ihn gerade repariert mit Ach so. Antimateriegehäuse. Habe ich jetzt aber abgegeben und habe 120 Nanit bekommen. Ist gar nicht so schlecht. So, aber. Oh Gott, der Turm sieht man hier oben schon. Ich bin noch nicht mal richtig drin. Das wird richtig lustig, wenn ich fertig bin. So, ich gehe jetzt halt mal zu der Basis. Drop the base. Landen. So, Landefrequenz Ich bleib eingeleitet. noch ein bisschen im All und schieß noch ein bisschen los kaputt.
Okay. Weggehen. Okay, das musst du machen. Ach nee, ich muss zu dir rüber. Bei dir drüben muss ich das machen. Soll ich, oder? Was dann? An den Basiscomputer muss ich. So, bei dir, weil du ja der Host bist. Ja, dann mach ruhig. Okay. Ich komme gleich nach Hause und dann ist alles weg. Im Weltall ist es ja, glaube ich, laut den ganzen Forschern kalt, ne? Glaubst du, dass dann wirklich solche Kristalle, wie sie hier jetzt auch herumfliegen, dass die dann auch im All dort sind? Kommt immer drauf an. So, jetzt checken wir mal. Automatische Archiv, wir der Archivwiederherstellung in Gange. So. Daten wiederhergestellt, 6%. Neue Daten verfügbar. Archiv durchsuchen. Eintrag Raute 4925X folgt. Zusätzliche vergrabene Technologiemodule gefunden. Die Konstruktion verläuft reibungslos. Die letzten Expeditionen hat eingebracht. Kopiere die Daten auf. Zusätzliche Daten verfügbar. Bauprotokolle wiederhergestellt. Baupläne zusammengesetzt und bereit zum Herunterladen. Konstruktordaten durchsuchen. Basistechnologiedaten extrahiert. Pläne werden heruntergeladen. Pläne für die Lagerbehälter wiederhergestellt. Wow, wir können Lagerplätze bauen. So. Ja, nice. Ja. So, Wiederherstellung des lesbaren Archivs abgeschlossen. Beginnen mit der Defragmentierung der nächsten Segments. Und weggehen. So, nur bis 100% warten. Ne? Es gibt noch einiges, was man jedes Mal. Ja. Aber das ist, glaube ich, automatisch. Es geht nach einer gewissen Zeit immer wieder was Neues zu erforschen. Jetzt muss man Lagerbehälter bauen. Soll ich ihn bei dir bauen? Magst du einen haben? Nee, nee, mach du mal bei dir. Ne, ich habe keinen Platz. Okay, Platz schon, aber okay, dann mache ich es bei mir. Aber ich brauche erstmal Lande. So kann ich nicht. Eck brauche. Was brauche ich denn dafür? Die Wasserstoff und Metallplatte. Okay. Ich kann nicht abheben. Ich brauche erstmal Metallplatten und die Wasserstoff. Dass ich mir wieder einen Landecomputer allerdings bauen kann. Start. Treibstoff. So, wo haben wir hier die Wasserstoff? Da vorne. Guten Tag. Guten Tag. So. Na, obwohl doch Option. Ich habe jetzt momentan keine. Obwohl doch. Basisarchivcomputer verfügbar. Muss er drauf gehen. Gott, 11 die Wasser, ich brauche noch viel mehr. Oh Gott. Okay, jetzt. Das Blöde ist nur, Was mir denn? wurde gerade deine Basis als meine angezeigt. Okay. Das ist ja nicht das Problem. Weil meine ja in der Nähe ist, nur ist es trotzdem komisch.
Okay. So, dann bauen wir mal. Technologie, Lager. Okay, ich habe sogar alles. Schön. Aber das Ding braucht ja Strom. Na. In so einer Lagerkiste kann ich Zeug lagern, richtig? Genau. Das ist wie eine Lagerkiste halt, ne? So, Archiv Wiederherstellung im Gange in einer Stunde und 29 Minuten. So, aber dafür brauche ich jetzt erstmal eine Batterie. Energie. Nein, will ich nicht. Magnetisches Ferrit brauche ich dafür, aber ja. Solarmodul brauche ich Gold. Ach du Kacke, okay, muss ich gucken, wo ich das herkriege. Magnetisches Ferrit brauche ich erstmal. Das ist eine dezent große Kiste. Mhm. Das Lustige ist, nicht mal viel Platz drin. Ne? Ja. Und das. So, jetzt brauche ich Gold. Hast du noch? Ah ne, kann ich das selber schnell holen. Vom Weltall. Ich habe noch Gold. Ah, Ernst, ich komme nicht hier weg von der Ach, jetzt. Ich darf nicht zu nah landen an dem Ding. Okay, das Ding braucht auch Strom. Mhm. Möchtest du Gold haben? Du musst doch auch erstmal Solarzellen bauen, oder nicht? So, ja. Ich bin gerade im Weltall, ich tue gerade mal schnell was abbauen. Und ich hoffe, dass ich Gold rauskriege. Okay. Goldklumpen schon mal. Gold, ah, da haben wir es ja. Okay. Ja. Metallplatte. Mhm. Muss ich machen. Und dafür brauche ich Ferrit. Ich muss mal. Ich glaube, wir sollten. Also ich überlege, ob man hier mal einen Laser, Mining Laser, also. Minenlaser bauen. So. Wie meinst du das? Ja, man, es gibt ja verschiedene Waffen halt, ne? Also okay. Es gibt ja Raketen. Du meinst für Schiff? Mhm. Oh Gott, 5 Piraten gekommen. Ach du Scheiße, ich muss weg. Bring die nicht mit nach Hause. Nee, ich muss noch ein Stück wegfliegen, dann hören die automatisch auf mit verfolgen. Die folgen okay. Nicht so penetrant wie vieles andere. Allgemein. Naja, Metallplatte. Platte. Okay, hier ist nichts. Hier ist nichts. Industrie vielleicht. Was denn? Was suchst du? Das. Ne, ich suche nur das Solarmodul. Achso. Ist gut. Okay. Sollte lang, hoffe ich. Richtet sich das automatisch aus nach der Sonne? Ja, das geht automatisch. Okay. So, 148 Gold. Gut, dann brauche ich jetzt wieder Ferrit. Dann baue ich mal zwei Solardinger.
Das ist schon mal gut. Das hilft auf jeden Fall. Siehst du, wenn ich jetzt zum Beispiel zu meiner Basis fliegen will, dann komme ich mal auf deine drauf. Naja, ist ja zumindest gut, dass wir so nah aneinander Ja. gebaut haben. Okay. Muss ich die Solarmodule auch mit Kabeln verbinden? Yes, alles mit Kabel verbinden, dass du dann auch Strom kriegst. Meine Frage. Ja. Solarmodul mit Batterie und Batterie dann mit dem ganzen Rest. Ja, genau. Okay. Batterie kann ich auch schon bauen. Batterie kann ich innen bauen, ne? Ja, kannst du innen bauen, genau. Hier auch außen bauen. Ja, du kannst überall hinbauen. Geht ja nicht kaputt. Kommt ja keiner, der irgendwas kaputt macht. Was ich mal hoffe. Weiß ich ja nicht. So, ich habe jetzt zwei Warp-Antriebe erstmal bauen müssen, weil ich keinen Platz mehr hatte in meinem Inventar. So. Okay. Also. Was brauche ich noch? Jetzt. Metallplatte. Feldstaub schon wieder. Ich brauche nur provisorisch erstmal alles hier bloß hin, weil der Plan für was anderes ist woanders. Ah, jetzt brauche ich wieder chronisches Metall, was im Raumschiff drin ist. Ja. Hin, her, hin, her, hin, hin, hin. So. Wow, das ist ja so viel Platz hier drin. Ja, aber 5000 glaube ich pro Einheit. Naja. Oder so, oder 1000. Naja, 20 Plätze. Früher waren es schlimmer, waren es bloß 4 oder noch weniger. Wer Dann weiß. wirklich noch. Nee, egal. Ich baue noch ein Solarding. Das hier. Das ist das hier. Das ist das hier. Wieso soll ich denn hier jedes Mal ein... Ich reg, das ist doch zu doof. Das ist doch... Ich soll einen Bioreaktor bauen, das ist doch... Ja. Dann baue ich halt einen Bioreaktor.
Weil das Spiel es unbedingt so will. Süßwurzel. So, kann ich das noch? Nee. So. Abwarten, bis zusätzliche Daten wiederhergestellt sind. Ich weiß, dass ich noch eine Planetenkarte habe, aber die mache ich auch nur, wenn Daniel soweit ist. Bist du jetzt noch machen oder dann? Oder wie? In der Folge? Ja, ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir denn noch? Noch 3 Minuten. 4 Minuten. Schaffen wir! Nee, das schaffen wir nicht mehr. Das machen wir, glaube ich, wieder beim nächsten Mal. Okay, das kann ich nicht mehr bauen, weil ich kein Gold. Ja gut, dann haben wir doch einiges geschafft. Erster Weltraumkampf. Wir sind der Hauptquest ein bisschen nachgegangen. Haben hier jetzt ein bisschen gebaut. Ja, es geht stetig voran. Gut, dann hätte ich aber sagen, beenden wir für jetzt. Einen Augenblick. So, Mission abgeschlossen. Reise zu den Koordinaten des Fremden. Das ist bei mir die nächste Mission jetzt. Okay. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ja, das ist Primärmission. Ich habe unten noch die Sekundärmission. Achso. Okay. Das habe ich gar nicht. Ich hätte jetzt. Ach doch, Sekundär hier. Ja, das warte ja bis zur nächsten Datenherstellung. Okay. Hätte ich vielleicht sagen, machen wir das dann Koordinaten? Beim nächsten Mal. Wenn es nicht zu weit ist. Und ich habe ja noch die Planetenkarte. Genau, das machen wir beim nächsten Mal halt, ne? Weil genau. Koordinaten, das ist auf einem anderen Planeten, wie ich sehe. Okay. Gut, dann. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen, dass du mitgespielt hast. Und ja, das letzte Wort hast du. Bis zum nächsten. Ich hier so stehe und deinen Turm im Hintergrund habe. Dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal und nicht zu vergessen, liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Mod und somit verabschieden wir uns hiermit. Schaltet beim nächsten Mal wieder rein, wenn es wieder geht mit Jackie AP und Christian Angel 3000 mit No Man's Sky. Und wenn es euch Spaß gemacht hat, würden wir uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Also, wieder schon reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.